Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wir sind hier heute an einem schönen Örtchen Hamburg. Und die Frage, die ich beantworten wollte, ist die, die viele Muslime interessiert, nämlich: Gehen gute Menschen in die Hölle? Und die Antwort ist: Gute Menschen gehen nicht in die Hölle. Die Frage ist nur: Nach welchem Maßstab ein guter Mensch? Nach seinem eigenen Maßstab? Nach seinem eigenen Maßstab oder nach dem Maßstab seiner Anhänger? Denn nach seinem eigenen Maßstab wäre Adolf Hitler ein guter Mensch. Nach dem Maßstab seiner Anhänger wäre auch Lenin ein guter Mensch. Mao Zedong ein guter Mensch. Stalin ein guter Mensch. Das heißt, Massenmörder wären definitiv gute Menschen nach dem Maßstab ihrer Anhänger. Also wenn wir sagen, jeder gute Mensch kommt ins Paradies, was meinen wir dann damit? Guter Mensch nach dem Maßstab von demjenigen, der das Recht hat, den Maßstab zu geben, von demjenigen, der das Recht hat, eine Sache für halal und haram zu erklären, also für erlaubt und verboten zu erklären. Und wer ist der Einzige, der das Recht hat, das zu tun? Der allmächtige Gott Allah subhanahu wa ta'ala, wie in Sure 12, Vers 40 steht: Innil hukmu illa lillah. Das Urteil gebührt nur Allah, das ist sein Recht. Oder wo er sagt: Ala lahul khalqu wal amr, gebührt ihm allein nicht die Schöpfung und der Befehl. Das heißt, derjenige, der nach dem Maßstab von Allah ein guter Mensch ist, der kommt ins Paradies. Jetzt könnte jemand fragen: Ja, was ist denn mit der Oma Emma aus Buxtehude beispielsweise? Das ist so eine nette Frau, die hat uns als Kind immer Smarties gegeben oder Kuchen gegeben. Das ist so eine gute Frau. Die Sache ist folgendermaßen: Wir müssen wissen, dass die Qualität eines Menschen bei Allah primär von drei Faktoren abhängt. Das heißt, von seiner Beziehung zu seinen Mitmenschen, von seiner Beziehung zu sich selber und von seiner Beziehung zu seinem Schöpfer. Es kann also sein, dass jemand eine gute Beziehung zum Schöpfer hat im Allgemeinen, aber sehr schlecht ist zu seinen Mitmenschen. Dann muss er damit rechnen, dass er dafür bestraft wird. Aber solange er nicht als Muschrik stirbt, als jemand, der Schirk gemacht hat und keine Tauba gemacht hat, hat er die Chance, ins Paradies zu gehen. Denn Allah sagt in Sure 4, Vers 48: Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Schirk gegenüber begeht, dass man jemand anderen, also neben ihn anbetet und so weiter. Aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt natürlich nicht aus Willkür, sondern aus seiner Gerechtigkeit und aus seiner Huld heraus und aus seiner Barmherzigkeit heraus. Dann gibt es die Beziehung zu sich selber und die Beziehung zu seinem Schöpfer. Wie schon gesagt, also drei Beziehungen. So, es kann zum Beispiel sein, dass eine bestimmte Person gut ist zu seinen Mitmenschen, aber das ganze Leben lang nicht einmal Allah um Vergebung bittet. Dann ist er kein guter Mensch nach dem Maßstab von Allah subhanahu wa ta'ala. Es sei denn, diese Person hat keine Warnung bekommen. Denn wir könnten ja zum Beispiel nicht sagen, dass die Tante Emma aus Buxtehude, die beispielsweise vor 30 Jahren, also deine Mutter jetzt als Beispiel, die vor 30 Jahren gestorben ist, in der Hölle ist. Wissen wir nicht. Wir sagen, wer stirbt und hat von der Botschaft des Islam gehört, also die Hujja bekommen, und hat es nicht akzeptiert, wird für Ewigkeit in die Hölle gehen. Aber natürlich wissen wir nicht über die Oma XY, ob sie wirklich die Botschaft bekommen hat von einer Person, die, was weiß ich, aus, jetzt als Beispiel Buxtehude, aus irgendeiner anderen Stadt kommt, was weiß ich, ob sie die Botschaft bekommen hat. Derjenige, der die Botschaft nicht bekommen hat, zum Beispiel, du sagst jetzt, dein Opa ist vor 20 Jahren gestorben. Ich kenne die Situation deines Opas nicht, vielleicht hat er die Botschaft nicht bekommen. Wenn er die Botschaft nicht bekommen hat des Islams, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, er ist der wahren Botschaft von Jesus gefolgt, das heißt das Richtige in der Bibel, dass er Gott allein angebetet hat und Jesus praktisch als einen Gesandten Gottes gesehen hat. Das gibt es manchmal, das habe ich schon öfter mitbekommen. Dann ist er eigentlich ein Muslim. Oder er hat die wahre Botschaft nicht bekommen.
dann kriegt er am jüngsten Tag nochmal eine Probe. Dann wird entschieden, ob er ins Paradies geht oder in die Hölle. Denn Allah sagt in Surah 4, Vers 115, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wer einen anderen Weg, also wer sich dem Gesandten entgegensetzt und folgt einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen, dem werden wir dem zuwenden, nachdem ihm die wahre Botschaft, nachdem ihm die Rechtsstattung klar geworden ist, und folgt einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen, dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und werden ihn in der Hölle schmoren lassen. Und übel ist dieses Ende. Das heißt, hier liegt die Betonung auf, nachdem ihm die Botschaft, die Rechtsleitung, klar geworden ist. In Surah 17, Vers 15 sagt Allah, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّ نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Allah sagt in Surah 4, Vers 165, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِعَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ. Gesandte als Frohbotschafter und Warner, damit die Menschen nach den Gesandten keinen Beweis vor Allah haben. Das heißt, wer die frohe Botschaft und die Warnung bekommen hat des Korans, der hat am jüngsten Tag keine Ausrede mehr. Aber wer diese Botschaft nicht bekommen hat, der wird am jüngsten Tag, wie es in Hadithen erwähnt wird, nochmal auf die Probe gestellt werden. Und dann wird entschieden, ob er ins Paradies geht oder in die Hölle. Und das gilt für alle, die von der Botschaft des Islams nichts mitbekommen haben. Und das ist ein Beweis für die Authentizität und die Richtigkeit des Islams. Denn der Islam ist die einzige Religion, die universal ist, die für jeden Mensch zu jeder Zeit, an jeder Stelle der Erde die Möglichkeit bietet, ins Paradies zu kommen und ein Muslim zu sein, selbst wenn er nie etwas von Mohammed gehört hat. Jemand, der Christ ist, oder laut Christentum wäre derjenige selbst, wenn er nichts von Jesus gehört hat und deswegen nicht an Jesus geglaubt hat, würde er laut Christentum in die Hölle gehen. Denn laut dem Römerbrief 5 ist jeder Mensch mit der Erbsünde gestorben und laut Römerbrief 6 gibt es nur einen Weg, um von der Sünde erlöst zu werden, nämlich an den Opfertod von Jesus zu glauben. Das kann natürlich der Eskimo wahrscheinlich nicht, der Indianer in den Rocky Mountains auch nicht. Und das zeigt, dass diese Religion falsch ist. Das Judentum ist für die Juden, der Hinduismus für die Hindus, für die Inder, der Islam ist für die Gottergebenen. Das ist keine Religion, die auf einen bestimmten Ort, auf eine bestimmte Zeit, für bestimmte Menschen beschränkt ist, sondern alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben grundsätzlichen Botschaft. Allah sagt in Surah 16, Vers 36, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, damit sie den Menschen lehren, dient Allah alleine und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.